Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stano Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde FIFA 23. Und zwar ist, glaube ich, jetzt das letzte Spiel in dieser Season. Ihr seht es auch schon, ich habe 87 Punkte. Ich habe ein bisschen weiter gespielt. Es müsste tatsächlich sein, dass Wolfsburg jetzt das letzte Spiel für diese Season sein wird. Ich weiß es aber nicht. Ich gehe mal hier kurz auf Kalender. Also hier gibt es natürlich noch zwei andere Spiele. Das sind, glaube ich, einmal die Pokalspiele hier. Ja, und hier ist dann kein Spiel mehr. Weswegen? Wir werden auch alle drei heute in diesem Video spielen. Das heißt, es wird eventuell eine kleine XXL-Folge. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ja, ich werde auch diesmal von Anfang an spielen. Das hier ist, glaube ich, das Pokal, also das DFB-Final-Dingensbums da. Und das hier müsste auch das Finale im Champions League-Spiel sein. Also heute gibt es nur Finale, Finale und Finale. So. Ich hoffe, das passt für euch. So. Wir können jetzt hier mal kurz in den News gucken, ob hier irgendwas steht. Dortmund mit schwerer Aufgabe gegen Wolfsburg. Ach, was denken die, ne? Will nach dem knappen 2-1-Sieg im letzten Spiel weitermachen schon. Okay. So. Machen wir hier mal kurz Training. Ich bin übrigens jetzt auch 84. Das heißt, ich kriege jetzt auch tatsächlich hier wöchentlich immer mehr Geld. So. Sammeln wir hier mal alles ein. Zack, zack, zack. So, und danach gucke ich mal, in welchem Team ich dann gehe. Weil ich wechsle ja jede Season einmal. Eine Mannschaft. So, ich würde sagen, wir steuern mich selbst. Also ich steuere mich selbst und wir legen los. So. Am Ende dieses Spiels, heute könnten sie Meister sein. Kann es klappen? Jetzt erfahren wir es. Okay. Mal sehen, ob wir Meister werden. Ich würde sagen, willkommen hier im Signal Iduna Park. Willkommen zu dieser heutigen Begegnung. So, das ist jetzt das letzte Spiel. Also wir werden so oder so gewinnen, weil wir zu viele Punkte haben. Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Na, warum das? Okay, okay, komm, schieß, Tor. Danke. Hier stehe ich. Da stehe ich. Danke. Ah, Mist. Alleingänge sind nicht immer das Beste. Tor. Let's go. 1-0. Das schmeckt. Boah, wie viele Tore standen da gerade habe ich? Führung damit für den BVB. Komm her, komm her, komm her. Please don't shoot. Ja, schieß zu. Schieß zu. Nicht in dem Spieler rein, Junge. Gutes Taking. Ah, ist faul. Hier gibt es den Freistoß für Wolfsburg. Mist. Na egal, wir haben trotzdem ein Tor, das ist gut. Das heißt, wir kriegen sogar noch mehr 3 Punkte. Wahrscheinlich. Arnold. Ich werde jetzt auch nicht so unbedingt jetzt rennen. Der spielt heute gegen seinen ehemaligen Verein. Das sind besondere Spiele. Ja gut, jetzt renne ich. Absolut, Wolf. Ich will das in kein Gegentor schießen. Du kennst das Umfeld, kennst noch den ein oder anderen Spieler, hast hier viel erlebt. Das musst du einfach ausblenden, musst dich konzentrieren. Das ist keine leichte Aufgabe. Jetzt aber erstmal Vorsicht. Mist. Wäre ich ein bisschen näher rangegangen, dann hätte er den nicht gehalten. Das ist tatsächlich bei FIFA immer so. Also wenn du so nah ran bist, dann kannst du, also dann kannst du nur noch treffen. Da haben sie die Chance. Bam. Das muss die Meisterschaft sein. Die legen noch einen drauf und hier zweifelt kaum noch einer, dass es
klasse, wie sie da ihr Spiel aufziehen. Dem Gegner ihr Spiel aufzwingen. Let's go. Klasse ausgetrickst. Was macht er noch? Mann, ey, warum gehen denn meine Bälle nicht rein? Oh, oh Mann, ey. Das ist immer so knapp bei mir mit dem Schießen. Mann, der ist in mir reingelaufen. Was war das denn? Er hat in den vergangenen Tagen immer wieder in den Schlagzeilen gestanden. Denn er ist ja sozusagen auf Abschiedstournee. Er hört am Saisonende. So, stopp, jetzt genau hinschauen. Schieß. Ganz spannende Szene. Wahnsinn. Er hält ihn. Mann. Warte, das Licht ist zu hell. Man sieht gar nicht, wo der Ball hin, wo der Ball ist. Ja, wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Neuer Spielstand damit 1:0. 25 Minuten sind hier. Vielen Dank für das Update. Er schießt. Ja, das war natürlich nicht. Unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Machen Sie jetzt gut. Bam. Er hat damit also den Doppelpack in diesem Spiel. Let's go. 3-0, das schmeckt. Also die Meisterschaft ist so gut wie bei uns. Wie viel hat Leverkusen jetzt immer? Weil Leverkusen ist auch an meinem Arsch. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Das war heute schon sein drittes Tor. Weil die haben ja auch irgendwie 83 Punkte oder so. Ich weiß gar nicht, ich habe 87, glaube ich. Da kommt das Tor nochmal. Ja, also wenn die 84 haben, dann können die tatsächlich Gleichstand machen, wenn wir jetzt hier nicht gewinnen würden. Aber wäre ja eh schon drei Tore. Ne, 4. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Mann. Maximilian Arnold, da fangen Sie den Pass ab. Schieß doch zu mir, Junge. Vielversprechender Steilpass. Der hätte auch zu mir passen können, Omega. Ecke kommt rein. Den hätte er sicher. Der war knapp. Alles weg. Das könnte vielleicht was werden. Ja, der war nichts, weil ich habe den nicht richtig getroffen. Kein Problem für den Torwart. Egal. Es sieht ganz danach aus, als würden die Gastgeber gleich mit einer klaren Führung in die Pause gehen. Die zeigen eine hervorragende Leistung. Da stimmt alles. Die Laufbereitschaft, die Chancenerarbeitung, die Chancenverwertung. Und der Spielstand zeigt es ja auch, das Ding ist durch, da passiert nichts mehr. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Nein, der ist so schlecht. Wie kann man denn nur so schlecht sein, Alter? Ja, nicht, wenn man den so, wenn man so dumm ist und den verschießt. Egal, steht eh schon 4:0, was wollen die? Nee, genau dann so, pfeift er natürlich ab, ne? Egal. Und wenn sich nicht egal. So, nächste Halbzeit hier. Let's go. Vamanos. Weiter geht's. Der BVB hat hier bisher alles im Griff. Klare Führung. Wir machen weiter mit dem zweiten Spielabschnitt. Die Gelegenheit. Bam. Direkt in der Halb, in der nächsten Halbzeit einfach ein Tor geschossen. Das läuft. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5:0. Komm, renn. Er kann es machen. Ah. Wäre ich jetzt ein Stück näher ran gewesen, dann hätte ich wieder ein Tor geschossen.
Da verlieren sie den Ball. Ja, das ist aus, ne? Vor dem Tor heute nahezu unaufhaltsam. Chancen erarbeiten, Chancen machen, dann hast du eine deutliche Führung. Um ihn hat es zuletzt Diskussion gegeben. Geht er, bleibt er. Jetzt kennen wir das Ergebnis. Er geht. Der Wechsel steht fest. Und da können Sie sich wirklich glücklich schätzen. Ah, Mist. Damit bekommen Sie einen Topmann für kleines Geld. Für kleines Geld. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Gutes Tackling. Casemiro. Erfolgreich gegrätscht. Doch, so jetzt. Außen. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Oh, der ging noch irgendwie rein, obwohl ich gar nicht geschossen habe. Jetzt. Gefährlich. Doch. 6-0 einfach schon. Er setzt sich durch und dann setzt er sich durch. Willenstein, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. 6-0. Einbahnstraßenfußball ist das heute. Ja, wie soll man denn durch diese Mauer kommen? Jetzt mal ehrlich. Die Fans wissen natürlich, jetzt dauert es nicht mehr lange und dann dürfen sie hier jubeln. Dann haben sie den Titel gewonnen und das verdientermaßen. Das zeigt ja der Blick auf dieses Ergebnis. Sie sind dieses Jahr einfach überragend. Sie sind das beste Team. Mann. Da muss er hin und holt sich den Ball. Chance zum Konter jetzt. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr, also ich kann jetzt nichts mehr, keine Tore mehr schießen, aber egal. So langsam steigt die Euphorie, das Pokalfinale steht bald an für den BVB und der Gegner heißt gegen Eintracht Frankfurt. Einmal noch alles rausholen. Ja, die Meisterschaft kommt auch. Also wir haben jetzt nur Meisterschaften. Und nun ein Schuss. Ohoho! Das wäre ein Tor gewesen, wäre da kein Pfosten im Weg. Mal diese Pfosten im Weg. Ja, Junge. Mach einen Scheiß. Komm her, du Blöde. Komm. Vamanos. Warum grätscht der? Ich wollte doch gar nicht grätschen. Kurz vor dem Ende des Spiels haben wir eine klare Führung für die Gastgeber. Der BVB ist nur noch wenige Minuten entfernt von einem tollen Sieg. Na, ah, Mist. Bleibt gefährlich. Angriff beendet. Die tänzeln hier vorne immer rum, ne? Das frühe Stören jetzt. Gut gemacht, gutes Tackling. Da ist Samuel Chukwueze. Bam. Hä, seit wann habe ich eine gelbe Karte? Egal. Hauptsache Tor. Ich habe eine gelbe Karte, warum auch immer. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. So, im Olympiastadion gibt es Neuigkeiten. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe mal eben rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Leverkusen. Der neue Spielstand heißt damit 2-2. Gespielt sind 81 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Junge, er spielt einfach weiter, wie schlecht. 6 Minuten haben wir hier noch. Ja, wird hier gut unterstützt. Jetzt vielleicht. Tor. 8 Tore geschossen, das war 7, weil einer ist nicht von mir. Junge! Ja, es müsste jetzt gleich vorbei sein. Eine absolut klare Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Flachodemos ist da. Eine
Spielminute wird jetzt nach oben aufgepackt. Ja. Ja. Das ist der Schlusspfiff. Wir haben gewonnen. Sie haben es geschafft. Sie sind Meister. Schau dir diesen Jubel an. Sie haben es sich verdient. Sie wissen, was sie hier geleistet haben in dieser wirklich starken Liga. Das war eine tolle Saison. Und sie waren einfach die Besten. Das ist eine Saison, an die wir uns noch lange erinnern werden. Ja, und das liegt vor allem an Ihnen. Es waren immer wieder überragende Auftritte, wirklich herausragende Spiele. Taktisch, aber auch, sind wir mal ehrlich, spielerisch. Das war dieser berühmte Fußball. Let's go. Die Meisterschaft ist damit gewonnen. So, weiter geht's. Ja, wir haben gewonnen, perfekt. Let's go, wir sind Meister. Warum bin ich gesperrt fürs nächste Spiel, hä? Warum darf ich jetzt dieses Spiel nicht spielen, Alter? Was ist das denn? Bitte haben wir gewonnen, bitte. Please. Ach, toll. Perfekt. Wir haben verloren. Weil ich gesperrt bin. Egal. Wo steht denn hier eigentlich? Egal. Ja, wir haben eh schon gewonnen gegen die, Junge. Egal, wir gewinnen jetzt nochmal gegen die. So. Partie spielen, let's go. Okay, jetzt müssen wir nochmal hier alles geben. Spiel auch nur bis zur Halbzeit, tatsächlich mal. Das Spiel, das die ganze Fußballwelt gewartet hat, das Finale der UEFA Champions League. Gegen PSG. Es ist der Höhepunkt einer tollen Saison und da sind wir dabei. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten sich durch diese Begegnung. Jetzt die Chance. So. In diesem Endspiel der UEFA Champions League. Denn Tor Nummer 1, das macht der BVB. PSG ist hinten. Schauen wir mal. Aha. Komm schon. Was für eine Chance. Mist. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Ja, ich kam ja durch. Schlauberger. Über ihn wurde vor diesem heutigen Spiel viel gesprochen, denn er spielt heute gegen seinen ehemaligen Verein und das sind besondere Spiele, Buschi. Ne? Moment, jetzt könnte es gleich krachen. Das ist die Chance. Tor. Da ist das Tor. Und damit liegen sie in diesem Finale mit 2 Toren in Führung. Und jetzt haben sie alles in der Hand. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Gute Ball geholt, jetzt können sie angreifen. Ah, Mist. Jetzt kommt die Ecke. Schuss kommt nicht durch. Da hat er die Chance. Mist. Kein Problem, ganz sicher. Und noch eine Ecke. Er nimmt die Volley. Er steht einfach immer richtig. Auch hier blockt er ab. Ah, er kann klären. Kann sich durchsetzen. Da. Der Kerl ist on fire. 3-0 schon, ey. Also, ich frage mich, was ich falsch mache. So, weiter geht es hier für Dortmund läuft. Der Vorsprung beträgt 3 Tore. Die Chance jetzt. Das gibt Elfmeter, let's go. Ja, schon hinten und jetzt könnte das Ganze noch schlimmer werden. Da zeigt er den direkten Punkt. Es gibt Elfmeter und dazu gelb, nur gelb, muss man sagen. Und was war das denn? Ganz stark gemacht, den Elfer gehalten.
Platz jetzt. Er zieht ab. Oh, der wäre noch beinahe reingeflogen. Samuel Schupu ist. Ey, wie hat denn der den Ball jetzt noch gekriegt? Egal. Gute Grätsche, Sie haben den Ball. Jetzt der Vorstoß. Die Chance jetzt. Der Ball. Tor. Vier Tore. Ich spiele jetzt. Ich mache jetzt noch fünf. Ich mache jetzt noch zwei Tore. Let's go. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Jetzt könnt ihr den Ball abspielen. Ja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Ja, Mist. So langsam wird's gefährlich. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Cherki. Kann sich durchsetzen. Die Riesenchance. Doch. Sie lassen nicht nach, auch nicht. Okay, Leute, ich will sagen, ich mache jetzt einfach hier auswechseln. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. So. Wie viele Tore haben wir noch geschossen? Oh, oh. Zwei Tore haben wir noch geschossen. Und die PSG hat auch noch zwei Tore geschossen. Aber egal. Wir sind Sieger. Let's go. Zweimal gewonnen. Eigentlich hätte ich auch dreimal gewonnen, aber egal. Stopp. So. Jetzt packe ich mich mal auf diese Dingsliste. Transferanfragen, genau. So. Normalerweise, wenn ich jetzt die ganze Zeit weitermache, müsste gleich eine Nachricht kommen. Oder? Kam jetzt schon eine Nachricht? Ja. Leider ablehnen. Okay, egal. Das Ding ist, Chat, ihr müsst einfach die ganze Zeit weiter die Anfrage stellen. Umso öfter ihr das macht, irgendwann sagt er ja. Der sagt dann automatisch irgendwann ja, weil du das die ganze Zeit anfragst. So, jetzt Season beenden. Let's go. Weiter geht's. Okay, Leute. In der nächsten Folge seht ihr auf jeden Fall, wo ich hingewechselt habe. So. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall irgendwie Hamburger SV, Hamburg oder Köln, 1. FC Köln oder sowas. Weil ich will einmal kommen mit alle Bundesliga-Vereine durchspielen praktisch. Ich war ja bei FC Bayern schon, jetzt bei Dortmund, Leverkusen. Wo war ich noch? Ich glaube, die drei war ich nur, ne? Keine Ahnung. Aber egal. Habe ich dir jetzt angefragt, sag mal? Nee. So jetzt. Okay, Leute, ich würde aber erstmal sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao. Feelings are showing.